Servus, liebe Freunde. Heute reden wir mal über den Affenpinscher. Also der Affenpinscher, das ist ein Hund, der aus Deutschland stammt. Also eine deutsche Hunderasse. Er wurde früher als Rattenfänger oder Mäusefänger gezüchtet. Und es gab ihn früher in mehreren Farben. Also es gab ihn früher in mehreren Farben. Also gelb, rötlich oder andere Töne, sogar blau-grau. Aber jetzt gibt es sie meistens in schwarz. Der Affenpinscher ist ein Teil der Familie Pinscher und Schnauzer und gehört zu den kleinsten von dieser Rasse. Von den anderen Pinschern unterscheidet er sich wegen seinen rauen Fells. Also der hat ein sehr raues Fell. Und einen kurzen Fang und Vorbiss. Die Nase ist immer gerade. Und die Zähne kann man beim geschlossenen Mund nicht sehen. Er ist ein sehr kleiner Hund. Also im Durchschnitt wird er 25 bis 30 cm groß und wiegt 4 bis 6 Kilo. Und er ist ein sehr guter Begleithund und Haushund. Er ist sehr lebhaft, er ist unerschrocken und anpassungsfähig. Er ist ein treuer Familienhund. Gilt als sehr verspielt, aber er verträgt sich gut mit Kindern und die Kinder vertragen sich gut mit ihm und er verträgt sich auch gut mit anderen Hunden. Und das war's auch schon für heute. Vielen Dank zum Zuschauen.